Vorsitzender, die Kolleginnen und Kollegen. Heute bringen wir Grünen mit der FDP und den Freien Wählern einen Antrag ein, der die Wärmeversorgung der kreiseigenen Immobilien klimaneutraler gestalten soll. Weiterhin soll der Landkreis den Städten und Gemeinden, die zu einer Wärmeplanung verpflichtet sind, aber auch jenen, die dies freiwillig entwickeln wollen, bei der Erstellung der Konzepte zur klimaneutralen Wärmeversorgung Unterstützung bieten. Die Wärmeerzeugung ist der größte Posten in der CO2-Bilanz der deutschen Haushalte und auch der vom Staat zu unterhaltenen Gebäude. Wärmeerzeugung macht mehr als 50% des gesamten deutschen Energieverbrauchs aus, ob als Raumwärme, Klimatisierung, ob als Warmwasser oder Prozesswärme. Jede nicht verbrauchte Kilowattstunde Wärme bedeutet folglich ein Gewinn für die Umwelt. Unsere Liegenschaften müssen dringend auf ihr Energieeinsparpotenzial überprüft werden. Es muss dafür gesorgt werden, dass alte, nicht effiziente Wärmeerzeuger abgeschafft werden und die Wärmeversorgung der Gebäude möglichst durch Nahwärmenetze sicherzustellen ist. Grundsätzlich sind Wärmenetze eine sinnvolle, nachhaltige und bequeme Art der Beheizung. Insbesondere können bei Fernwärme, anders als bei anderen Beheizungsformen, besonders alternative Energien wie etwa industrielle Abwärme, Wind oder auch Sonnenenergie oder auch Biomasse genutzt werden. Gerade das macht das Ganze so nachhaltig. Aber auch die Tatsache, dass durch Fernwärmeherstellung meist noch zusätzlich Strom produziert wird, macht sie zu einem guten, unterstützenswerten Ansatz. Fernwärme ist somit ökologisch sinnvoll und trägt zum Umwelt- und Klimaschutz bei. Nur wenn wir uns mit den Gemeinden zusammenschließen, um Nahwärmenetze zu planen, können wir mit unseren kreiseigenen Liegenschaften auch davon profitieren. Hierbei ist es wichtig, mit den Städten und Gemeinden sowie dem Verein Klimaneutrales Waldeck-Frankenberg und den Energieversorgern zusammenzuarbeiten. Als gutes Beispiel ist Ahrwalden zu betrachten, wie dort soll der Kreis die Stadt- und private Anlagenbetreiber Wärmenetze erstellen und in Zusammenarbeit betreiben. Den Versorger EWF und EGF fallen hierbei besondere Aufgaben zu. Das EWF könnte die Planung und Umsetzung zu großen Teilen organisieren. Der Gedanke ist, durch Vereinbarung zwischen EWF und kreisangehörigen Kommunen sowie Inanspruchnahme von Fördergeldern einen ganzheitlichen Prozess in Gang zu setzen, der auch die strategischen Interessen des EWF berücksichtigt. Nur durch gute Zusammenarbeit kommen wir dem 1,5-Grad-Ziel deutlich näher und können vor Ort ein klares Signal für den Klimaschutz setzen. Es ist allerhöchste Zeit zu handeln, denn von der Planung zur Umsetzung ist es, wie die Erfahrung zeigt, oft noch ein langer Weg. Unterstützen Sie uns daher, den von Menschen gemachten Klimawandel aufzuhalten, auch und gerade weil es immer noch viele Personen gibt, denen die Dringlichkeit dieses Themas nicht einleuchtet. Danke. Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, ich will es kurz machen. Selbstverständlich liegt uns Klimaschutz am Herzen. Wenn der Kreis neu baut, dann werden selbstverständlich alle klimaneutralen Sachen angewandt. Herr Stadtrat, ich nehme es mal stark an, sonst dürfte gar nicht gebaut werden. Jeder Privatmann wird, wenn er baut, energetische Maßnahmen machen. Das ist ganz klar, was los ist. Wenn wir jetzt aber diese ganzen anderen Sachen machen wollen, mit Fernwärme und, hört sich alles ganz gut an. Die Planung wird lange dauern. Aber was kostet das? Wenn der Kreis das machen muss, hat der Kreis die Leute. Eben haben wir gesagt, bei dem Gesundheitswesen, der Kreis hat ja gar keine Leute, um das alles zu machen, also den Ausschuss verschieben. Sollte
hier wirklich sagen, jeder sollte das machen, was er machen kann. Der Kreis macht das, was er kann. Die Kommunen machen das, was sie können. Und deswegen stellen wir hier den Antrag, auch dieses nochmal einen Bauausschuss bzw. Umweltausschuss ein bisschen nachzuregulieren und das dann in dem Ausschuss mal richtig zu beraten und da vielleicht ein bisschen mehr Struktur reinzubringen. Danke Ihnen, meine Herrschaften. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Bundesverfassungsgericht hat vor ziemlich genau 2 Jahren mehr Verbindlichkeit beim Klimaschutz angemahnt. Es darf also nicht nur bei wolkigen Absichtserklärungen bleiben, sondern muss konkret werden. Und die meisten von uns sind sich einig, dass es schneller gehen muss. Nicht nur in der Theorie, sondern tatsächlich auch in der Umsetzung. Denn die Zeit läuft und die großen Dinge, die in allen Sektoren zu tun sind, um sich entschieden auf den Weg zur CO2-Reduzierung zu machen, sind doch allgemein bekannt. Windräder und Solarparks müssen nicht mehr erfunden werden, sondern einfach gebaut werden. Dämmung und Wärmepumpen müssen eingebaut werden. Die Klimaziele für den Gebäudebereich können allerdings ohne eine zielgerichtete Modernisierung vor allem der Gebäude mit der schwächsten Leistung, der ältesten Gebäude, nicht erreicht werden. Und es darf jedenfalls zurzeit nicht keine CO2-günstige Technologie dazu gehören, neben den wichtigen Wärmepumpen auch etwa Stromdirektheizung oder auch der Einsatz von Biomasse auf dem Weg zur Erreichung des Ziels ausgeschlossen werden. Und neben den privaten Wohnungen und Häusern werden gerade auch die rund 180.000 Rathäuser, Schulen, Kindergärten, Sporthallen und so weiter und die über 2 Millionen kommunalen Wohnungen, die gibt es ja auch noch, große Potenziale. Strom- und Wärmeversorgung kosten Städte und Gemeinden jährlich ca. 5 Milliarden Euro. Mehr Energieeffizienz im kommunalen Bereich ist damit nicht nur eine Frage des Klimaschutzes, sondern auch der Entlastung der kommunalen Haushalte. Diese Maßnahmen müssen allerdings durch eine gestärkte Förderung von Sanierungs- und Beratungsmaßnahmen durch Bund und Länder flankiert werden. Wir wollen allerdings das jetzt schon Mögliche umsetzen und begrüßen deswegen diesen Antrag, der da doch, was die Unterstützung der Gemeinden, der Städte und Gemeinden angeht, ziemlich in die Einzelheiten geht und deswegen unserer Meinung nach zunächst in den Ausschüssen beraten werden sollte. Deswegen auch wir die Verwaltung die Ausschüsse beantragen. Und was den Kreis selbst angeht, so haben wir ja beim Haushalt das schon als Ziel im Teil des Ergebnishaushalts 011120 beschlossen. Da sind Kreisausschuss und Verwaltung schon jetzt zum Handeln verpflichtet und werden uns regelmäßig beim Bericht über den Haushaltsvollzug auf dem Laufenden halten. Vielen Dank. Sehr geehrter Kreistagsvorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Pressevertreter, sehr geehrte Gäste. Unter dem Tagesordnungspunkt 9 der heutigen Sitzung beraten wir über den gemeinsamen Antrag der Fraktionen Grüne, FDP, FDP mit dem Titel Gemeinsame klimaschützende Wärmeplanung. Die Landtagswahl dieses Jahr zeigt bereits Wirkung und da verwundert es niemanden, wenn die genannten Fraktionen jetzt schon einmal einen medienwirksamen Schaufensterantrag zu ihrem populärsten Lieblingsthema vorlegen. Böse Zungen können es auch danach geben, es könnte sich erfolgen mit Kaltduschenglas nehmen. Es bedarf aber bei diesem Antrag schon einer gewissen Portion an Schizophrenie oder kognitiver Dissonanz, um übersehen zu können, welch grandioser Widerspruch sich in diesem ausdrückt. Da predigen uns die klimareligiösen Adepten seit Jahren die kanonische, eschatologische Lehre vom Hitzetod durch die menschgemachte Klimaerwärmung und jetzt beantragen diese eine klimaschützende Wärmeplanung? Richtig heizen vom Klimanotstand bis zum Hitzetod? Unergründlich sind die Mysterien der Kohlendioxidkirche. Jedenfalls freuen sich die Heizungsplaner, Energieberater, Heizungsbauer, Gebäudedämmer und andere Fachleute darüber, dass durch die Weisheit der wahren Experten aus der Kommunalpolitik etwas über den ökologischen Umgang mit Energie lernen zu können. Wen interessiert es dann noch, dass die Hypothese der durch Menschen verursachten globalen Erwärmung längst schon widerlegt ist und wir uns geologisch-erdgeschichtlich in einer Eiszeit befinden? Wer kennt die Falsifikationsmethode des kritischen Rationalismus des Empiristen Karl Popper?
der sich Behauptungen der Kohlendioxidphobiker selbst für Schüler beliebig widerlegen lassen. Eine Falsifikation liegt vor, wenn zu einer wissenschaftlichen Aussage, Behauptung, ein einziger widersprüchlicher Befund festgestellt wird, zum Beispiel durch eine hypothesenkonträre Beobachtung. Die Temperaturen auf der Erde schwanken bei gleichbleibendem CO2-Gehalt von ca. 400 ppm, 0,04%, zwischen minus 70 Grad Celsius und plus 60 Grad Celsius. Wie kann das CO2 die maßgebliche Ursache sein und eine Korrelation des Gehaltes zur Temperatur darstellen? Zurück zum Antrag. Warum verstecken sich die Antragsteller in der Begründung hinter den Etiketten Schwindel Klimaschutz? Ist es nicht so, dass gerade die unsinnige Ideologie des Klimaschutzes als Vorwand dafür genutzt wurde, um eine völlig absurde Energiewende umzusetzen? Führten nicht die Maßnahmen dieser Energiewende zur Energieknappheit und utopischen Mondpreisen für Energieträger? Mitunter genau zu den Problemen und Symptomen, die mit diesem Antrag gelöst werden sollen? Was für ein fideles politisches Perpetuum mobile. Die Politik erschafft sich selbst die Schwierigkeiten, für die sich dann die passende Lösung anbietet. Werte Antragsteller, machen Sie sich doch bitte endlich ehrlich. Sehen Sie Ihren Irrtum ein und befreien Sie sich und die Mitmenschen von der grassierenden Massenpsychose Klimaschutz. Dann werden solche Anträge, die wir als AfD selbstverständlich ablehnen, überflüssig. Ich schließe mit einer buddhistischen Weisheit über Geistesgifte. Verblendung und Wissenheit und Nichtwissen sind weitestgehend deckungsgleiche Begriffe. Die Unwissenheit ist ein Zustand, der als Grundursache für alles erfahrene Leid angesehen wird. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Meine sehr geehrten Damen, meine Herren, zunächst einmal, Herr Salzmann, wir beraten hier über einen Antrag. Wir sind nicht mehr in der aktuellen Stunde. Das ist also was ganz Konkretes, was vorliegt. Ihre weitschweifenden Ausführungen hätten Sie sich sparen können. Zum Schluss kam dann noch etwas Konkretes zum Antrag, aber auch das war schlecht. Worum geht es uns? Seit über einem Jahrzehnt wird intensiv über Energiepolitik diskutiert und immer wieder wird sich dabei sehr auf den Bereich Strom konzentriert. Wie soll erzeugt werden, da fliegen die Fetzen in den Debatten, erneuerbare Energien, Diskussionen darüber sind uns allen bekannt, aber Strom macht gerade einmal, der Bereich Strom, neben Verkehr und Wärme, macht gerade einmal 21,4% aus, wenn man Energieverbrauch insgesamt in Deutschland betrachtet. Es wurde ja schon gesagt, Wärme im Jahr 2020 bei 52,1%. Das ist der große Batzen. Wenn wir wirklich Energiepolitik denken wollen, muss man vor allem den Bereich Wärme angehen. Und genau das wollen die drei antragstellenden Fraktionen mit diesem Antrag erreichen. Selbstverständlich wird das schon berücksichtigt bei den Planungen des Landkreises. Das ist uns auch klar. Aber deswegen steht ja auch über gemeinsame Klimaschutz- und Wärmeplanung der Einbezug der Gemeinden und von EWF ist und der entscheidende Punkt, zumindest was unsere Sicht der FDP-Fraktion auf diesen Antrag betrifft, der Einbezug und die Sicherstellung, dass die Gemeinden diese Effizienzen auch nutzbar machen, die da teilweise offen liegen. Energieeffizienz überhaupt ist der Kernbegriff, um den wir uns kümmern müssen. Das betrifft vor allem Abwärme oder Prozesswärme. In der Industrie, wo Wärme entsteht, kann sie doch auch noch genutzt werden und das ist einfach noch nicht überall der Fall. Das will man hiermit, wollen wir hiermit voranbringen. Und ganz nebenbei wäre dann auch noch der Punkt, dass wenn Förderungen da liegen und die sind nach meiner Information eben auch erneuert worden, die Förderrichtlinien oder die Möglichkeiten der Förderung, naja, dann sollte die natürlich selbstverständlich für den Landkreis auch nutzen und nutzbar machen und da im Verbund mit EWF, den Experten von EWF und aus den Gemeinden hier als Landkreis zu agieren, das ist das Anliegen, nicht mehr und nicht weniger und ich bin der Überzeugung, dass das für uns alle einen Gewinn bedeutet, wenn wir diesen Beschluss fassen können. Vielen Dank. Wenn der ein oder andere Redebeitrag wieder für ein bisschen mehr Aufmerksamkeit sorgt. Alles hat für sich gesehen, was gut ist. Ich will mich auch ein Stück weit ähnlich machen für die Freien Wähler, was ich hiermit tue.
und mir natürlich so ein paar Notizen gemacht. Also wir haben gehört, dass natürlich die Wärmeversorgung elementarer Bestandteil ist, die CO-Emissionen zu reduzieren. Und da spielen die Landkreise mit den dazugehörigen Städtegemeinden eine ganz besondere Rolle, da wir ja über viele Einrichtungen, öffentliche Plätze verfügen, mit Gesellschaften und alles, was da dranhängt. Also wir sind da schon ein schwergewichtiger Akteur. Wenngleich, wie wir gehört haben, die Wärmeplanung für größere Kommunen ab 20.000 Einwohner verpflichtend erst ist, so ergibt sich für alle Kommunen eine gewisse Notwendigkeit, auch das wurde schon gesagt, allein schon aus ökonomischen Gründen, das mal vorweggenommen. Wir haben übrigens als kleinere Kommunen, viele davon jedenfalls, das Prädikat Klimaschutzkommune erhalten, mit der Verpflichtung, einen Klimaschutzplan zu erstellen. Und der beinhaltet natürlich auch diesen Bereich Wärmeversorgung, natürlich nicht nur für die öffentliche Hand, sondern insbesondere für die Bevölkerung, denn ohne das wird unser Ziel nicht erreichbar sein, das ist ganz klar. Und viele haben sich bereits auf den Weg gemacht und suchen hier einen Klimaschutzmanager, weil natürlich mit vorhandenem Personal das nicht zu schultern ist, zumal die Fachlichkeit auch dann gerade für dieses besondere Thema fehlt. Bedauerlicherweise ist allerdings auch, das möchte ich hier sagen, dass das Antragsverfahren für die hinreichende Förderung sehr, sehr langwierig ist. Das Antragsverfahren schon sehr umfänglich, was da zu leisten ist. Also wenn ich das alles vernünftig beantworten kann, bräuchte ich dann keinen Klimaschutzmanager mehr, das hätte man gerade mit erledigt. Wartezeiten von 6 Monaten und mehr sind die Regel, da ist also vieles im Verzug und geeignete Akteure, die kann man natürlich, wenn man sondiert hat und ausgeschrieben hat, was nun bei Vorbehalt möglich ist, einstellen darf man gar nicht, sonst ist die ganze Förderung weg, die kann man nicht über Monate inhalten. Man muss nochmal dran gedreht werden, aber letztendlich, ganz wichtig, wir haben hier mit der EWF einen lokalen Akteur, der in kommunaler Hand ist, der weiß bestens um die Umstände Bescheid und wenn die Kommunen sich auf den Weg machen mit dem Klimaschutzplan, dann wird die EWF hier sowieso gebraucht, um Daten, Fakten zu bringen. Insofern kann ich eben nur im Namen der FW sagen, wir haben den Antrag mit gutem Herzen gemeinsam gestellt und wir bitten hier um eine breite Zustimmung. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Sehr geehrter Herr Kreistagsvorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich freue mich, dass sich hier fast alle Fraktionen einig sind, dass wir Tempo machen müssen mit einer klimaschützenden Wärmeplanung. Die vergangenen 12 Monate haben ja nochmal verdeutlicht, wie wichtig es ist, schnell unabhängig zu werden von fossilen Energieträgern. Nur mit erneuerbaren Energien erreichen wir eine Unabhängigkeit von Energieimporten, ein hohes Maß an Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit. Und wir haben im Landkreis auch schon Beispiele, wie das funktionieren kann. Das Nahwärmenetz in Gemünden versorgt mehrere öffentliche Gebäude und Privathaushalte mit Hackschnitzeln aus heimischen Wäldern. Wenn wir es möglichst schnell schaffen wollen, auch im ländlichen Raum ohne Gas- und Ölheizung auszukommen, dann können Nahwärmenetze dafür eine Lösung sein. Da muss nicht jeder Haushalt eine neue Heizung einbauen, sondern es lässt sich gemeinschaftlich eine wirtschaftliche Lösung finden. Was sich in Gemünden auch gut sehen lässt, ist, dass solche Netze einen Beitrag zur Wertschöpfung in der Region leisten. Im Neubaubereich kann man heutzutage den Wärmebedarf effizient mit einer Wärmepumpe abdecken. Die große Herausforderung liegt bei den Bestandsbauten, denn hier spielen auch Faktoren wie eine alte Bausubstanz, Platzprobleme und der Denkmalschutz eine Rolle. Gerade in diesem Bereich sind Nahwärmenetze ein wichtiger Baustein für eine klimaneutrale Wärmeversorgung. Der Landkreis sollte hier mit gutem Beispiel vorangehen, die Kommunen und die Bürgerinnen und Bürger beim Umstieg auf erneuerbare Wärme unterstützen und dabei die Möglichkeiten des neuen hessischen Energiegesetzes nutzen. Außerdem ist das der beste Weg, um sich auf steigende Anforderungen gemäß der EU-Gebäudeenergierichtlinie und der anstehenden Novelle des Gebäudeenergiegesetzes vorzubereiten. Und nachdem er heute schon vielfach zitiert wurde, zitiere ich auch nochmal Stefan Weil, der gestern in der ARD gesagt hatte,
gesagt hat, wir schaffen das mit dem Klimaschutz nur, wenn die Wärmewende gewinnt. Und das ist absolut richtig und wichtig. Mit einer Überweisung in die Ausschüsse sind wir einverstanden, damit wir hier auch ein sehr gutes Ergebnis erzielen können. Vielen Dank. Mein Punkt ist leider nicht rübergekommen, deswegen kurze Replik. Zitate von Wissenschaftlern, Klimaforschern und Atmosphärenphysikern. Dr. John Christie, US-Klimaforscher und Leitautor des dritten Sachbestandsberichts des IPCC, BBC News, 13.11.2007. Mutter Natur ist unglaublich komplex und so denkend, dass wir sterblich und so clever und so aufmerksam sind, dass wir mit Computermodellen erschaffen können, die dazu in der Lage wären, präzise diese Millionen von Prozessen zu reproduzieren, die das Klima beeinflussen, ist übrigens. Professor Dr. Michael Linz, Atmosphärenphysiker, emeritierter Professor des Massachusetts Institute of Technology, Weltwoche, 24.03.2014. Die Leute werden Glauben gemacht, das seien bessere Menschen, wenn sie mit ihrem ganzen Herzen glauben, die Welt käme an ein Ende, wenn man sie nicht sofort rettete. Dann entwickeln die Menschen einen religiösen Enthusiasmus, den werden sie wie Islamisten. Jeder, der die Menschen so hochschaukelt, sollte sich schämen. Professor Dr. Hans Storch, Leiter des Instituts für Küstenforschung, Helmholtz-Institut, Gerion und Gesta, Co-Autor des Weltklimaberichts des IPCC, ARD-Talkshow, hat aber fair. Ich merke, wenn ich mit meinen Kollegen unterwegs bin, dass da sehr viele einfach die Schnauze voll haben von diesen dauernden Übertreibungen. Diese summarische Zuschreibung, wann immer ein Extremereignis da ist, dann ist das Klimawandel. Und sehr viele Kollegen haben da eigentlich die Nase voll davon, dass es im Grunde auf die Wissenschaft überhaupt nicht gehört wird, sondern es wird auf eine bestimmte Wissenschaftler gehört, die sie sagen, die das sagen, was sie hören wollen. Dr. Fred Singer, US-Atmosphärenphysiker, 5. Internationale Klima- und Energiekonferenz, Alte 2012. Ich bringe Ihnen gute und schlechte Nachrichten. Die gute Nachricht ist, dass die Wissenschaft uns zur globalen Erwärmung sagt, dass es praktisch keine Belege für den menschgemachten Klimawandel gibt. Das sind gute Neuigkeiten. Die schlechte Nachricht ist, dass die Öffentlichkeit dem keine Beachtung schenkt. Die Zeitungen nehmen keine Notiz davon und die Politiker ebenso wenig. Danke. Liebe Gäste, es ist auch interessant, dass mich immer der Dr. Salzmann herausfordert zu einer Entgegnung. Es gibt zwei Sachen, die ich sagen möchte. Für diesen Antrag ist es vollkommen unerheblich, ob die Theorien über Klimawandel zutreffen oder nicht. Der Mensch ist auf jeden Fall in der Lage, auch ohne wissenschaftliche Begleitung Leben zu vernichten. Er kann auch immer mit der allergrößten wissenschaftlichen Anstrengung glücklich kein echtes Leben in der Form, wie wir Menschen sind, erschaffen. Und allein das sollte uns mal zu denken geben, dass wir aufhören, das aufeinander abzuwerten, ob der eine oder andere Recht hat an dieser Stelle. Wir können auch nicht beweisen, dass Gott nicht existiert. Und Menschen halten sich trotzdem an die christlichen Werte. Und vielleicht können wir mal aufhören, diese Streiterei hier abzuführen, wenn es einfach darum geht, einen sinnvollen Antrag umzusetzen. Und jetzt die andere Geschichte. Natürlich macht es Sinn, zentral für die Region zu planen, wie man Häuser und Gebäude mit Wärme versorgt, schlicht und ergreifend unter der Maßgabe von Ressourcenschonung. Und wieder an dieser Stelle ist vollkommen egal, ob wir damit der Umwelt nützen oder nicht, auf jeden Fall schaden wir nicht. Und das war das wichtigste Entscheidungskriterium. Und ich glaube, das ist auch einfach einzusehen. Und deswegen stimme ich voll dafür. Dankeschön. Ja, sehr geehrter Herr Kassel-Solz, meine sehr verehrten Damen und Herren, will ich doch noch mal kurz zu Worte melden. Ich muss mein Herzen keine Meldung machen, wo ich im Klimaschutz stehe, ist auch hinreichend bekannt. Ich habe eine Grundüberzeugung, die da lautet, der Mensch ist ein vernunftbegabtes Gewesen und der könnte von seinen Talenten auch Gebrauch machen. Die Beispiele müssen nicht jeder folgen, aber eins ist auch klar, wir haben immer die Zeit, diese Debatten in der Form zu führen, dann müssen wir auch Gas geben. Soweit unterstütze ich ausdrücklich den Vorstoß dieses Antrages. Wir müssen uns beeilen, nicht nur zwei, drei Momente noch in Zukunft. Zum einen erleben wir jetzt ganz frisch auch eine Debatte, die mit Sorgen begleitet ist, nicht nur um den Klimaschutz, sondern auch um die Frage, ob wir die guten Konzepte entwickeln, ob das bezahlbar ist, was wir diskutieren. Das muss ja auch Ergebnis eines solchen Prozesses sein, in dem wir das unterstützen, in dem wir klughandeln, Konzepte entwickeln und dann auch machbare Konzepte sehen, die dann auch vielleicht finanzierbar sind. Ich denke, es ist auch eine wichtige sozialpolitische Aufgabenstellung, dass wir da voranschreiten und da auch Akzente setzen. Das Zweite ist, wir sind auch in der Verantwortung als Landkreis unseren Unternehmen gegenüber. Wir müssen ja auch
Konversion jetzt bei der EGF denken. Und ich denke, wir haben auch Konsens, wenn ich die Hand reiche, dass wir auch Richtung der EGF denken, mit der Schuppankenwerk, die das sicherlich gerne mit partnerschaftlich dann entwickeln wollen. Ich verstehe die Diskussion heute hier so, dass wir da die Gespräche suchen werden, damit wir dann vielleicht sogar einzigartig im Lande Hessen ein gesamtlandkreisweites Konzept haben und uns da auch sehr zügig gut positionieren können. Ich glaube, das ist ein wichtiger Anschluss, den wir auch mitnehmen können. Das dritte ist, und ich denke, da haben wir auch Konsens, das Signal sollte aber auch genauso sein, dass wir alle mitnehmen wollen, also jetzt nicht die aus dem Markt drängen, die bereits aktiv sind. Im Gegenteil, die sehen wir als Partner, die Maschinenriesen dieser Welt, die regionalen Lösungen, die wir bereits haben, die gut sind, die weiterentwickelt werden sollen. Aber das wollen wir alles zu einem Gesamtpaket schnüren und damit auch vernünftig auch bewegen. Und dann haben wir, glaube ich, auch ein gutes Signal gegeben, nicht nur in den Landkreis Baden-Württemberg hinein, sondern darüber hinaus. Und eine gewisse Ausstrahlungswirkung sollte ja vielleicht auch das Ziel dieser Veranstaltung sein. Vielen Dank. Herr Kreistagsvorsitzender, meine Damen und Herren, wir haben zur Gesamtschulsituation im Landkreis Baden-Württemberg eben schon anlässlich des Antrages zur Situation in Frankenberg einiges gehört. Unser Antrag geht jedoch ein Stück weit weiter, indem wir eine Konzeption für die Schulsituation in der Gemeinde Töstetal sozusagen vor die Klammer ziehen wollen, dass wir den Gesamtschulstandort Töstetal betrachtet wissen wollen, vom den Kreisausschuss beauftragen, eine Konzeption gemeinsam mit der Standortkommune zu entwickeln. Warum? Uns geht es gerade mit der besonderen Situation in Töstetal, bedingt durch die Situation der ehemaligen großen Fabrik dort in Berndorf, darum, für beide Standorte, insbesondere für beide Altstandorte, ein Konzept zu entwickeln, eine Quartiersentwicklung zu denken, um auch andere Förderprogramme hier gegebenenfalls in Anspruch zu nehmen. Und wir sollten der etwas kleineren Kommune Zwistetal hier mit unserem Know-how, gerade aus dem Fachbereich Dorf- und Regionalentwicklung, unterstützen und daher gemeinsam diese Konzeption überlegen, hier dann auch im Kreistag vorstellen. Wenn sehr geehrter Herr Landtag das vor der Sommerpause nicht mehr ganz gelingt, darf es auch gerne die erste Sitzung nach der Sommerpause sein, um dann auch von uns aus politisch zu entscheiden, ob wir hier besondere Unterstützung in diesem besonderen Fall gewähren wollen. Aber wir bekommen einen Überblick, denn es zeichnet sich ab, so war es ja auch in den politischen Gremien der Gemeinde Twistetal schon diskutiert und so ist auch informiert worden, dass der Standort Twiste wohl eher aufgegeben werden könnte. Und da gibt es natürlich gerade für diesen sensiblen Bereich eine Zukunftslösung gemeinsam mit der Standortgemeinde zu entwickeln. Wir gehen da sozusagen etwas ins Neuland und begleiten die Kommune, wenn hier und da ein Standort aufgegeben wurde, deswegen aufgegeben werden muss. Deshalb bitten wir um Zustimmung für unseren Antrag in die Erarbeitung einer Konzeption für die Schulsituation in der Gemeinde Zwistetal einzusteigen. Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren, auch hier gilt vieles zu sagen, was wir eben schon im Tagesordnungspunkt 8 besprochen haben. Und wir können dem guten Antrag der Freien Wähler hier auf jeden Fall auch zustimmen. Nur vielleicht nochmal ein Nebengedanke. Bei jedem Standort, der vorgezogen wird, muss uns auch bewusst sein, dass sich ein anderer Standort wieder hinten ansteht. Das gehört dann sicherlich auch dazu. Und am Ende soll die Presseschlagzeile ja überlauten, Partei oder Wählergruppe XY will Schul- oder Schulstandort XY nach vorne bringen. Aber in der Presse könnte es ja auch irgendwann mal andersrum stehen. In der theoretischen Pressewelt könnte es lauten, Partei oder Wählergruppe XYZ stellt Schulstandort XYZ hinten an. Und das sollten wir tunlichst vermeiden. Deswegen sollten wir hier auch wieder klar priorisieren. Wir stimmen dem Ganzen gerne zu. Und dann hoffen wir, dass wir jetzt nicht mehr so viele Anträge zu den Schulstandorten haben, sondern dass wir im Schulentwicklungsplan einen klaren Rahmen bekommen, mit dem wir in den nächsten 4 bis 5 Jahren arbeiten können. Vielen Dank.
Ja, Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren, erstmal möchte ich den Freien Wählern danken für den Antrag heute, dass wir uns mit dem Schulstandort in Zwistetal auseinandersetzen. Ich denke, da sind wir uns hier im Hause parteiübergreifend alle sehr einig, dass es immer richtig ist, sich über die Schulstandorte bei uns im Landkreis zu unterhalten und vor allen Dingen auch die Schulstandorte für unsere Kinder und Jugendliche zu verbessern, weil, denke ich, ist es hier an der richtigen Stelle. Der Unterschied zu den vorangegangenen Tagesordnungspunkten und in den Kreisansitzungen, lieber Uwe Sträuber, deswegen habe ich deiner Begründung sehr intensiv gelauscht, ist doch dann schon, dass dieser Neubau dieses Grundschulstandorts in Düsseldorf eine neue Herangehensweise ist. Wir konnten es in den letzten Wochen auch der Presse deutlich entnehmen. Und da liegt der sehr große Unterschied zu den Anträgen, die wir als Große Koalition gestellt haben. Und zwar ist wichtig, dass wir die Planungen, die wir im Jahr 2022 eingestellt haben, als allererstes mal vorantreiben und da zu unserem Wort stehen und dort den Schulen und nicht nur den Lehrerinnen und Lehrern, sondern auch den Kindern und Jugendlichen zeigen, was wir zu unserem Wort stehen, die wir denen im Jahr 21 und 20 gegeben haben, meine Damen und Herren. Das ist an dieser Stelle der Unterschied. Das heißt aber im Umkehrschluss nicht, dass wir uns mit dem Schulstandort in Zwistetal beschäftigen wollen und dort gucken wollen, wie man das super weiterentwickeln kann. Da sind wir vollkommen bei euch, aber ich denke, da gibt es ganz viele Detailfragen zu klären, unter anderem, meine Damen und Herren, das ist mir ganz neu, und ich bin seit 2006 hier im Kreistag, dass wir uns jetzt im Kreistag mit Dorfentwicklung befasst. Das ist, also wir haben zwar im Fachdienst natürlich die Dorfentwicklung, aber die Bürgermeister und die Kommunen sind doch für ihre Entwicklung in den Gemeinden hauptsächlich verantwortlich. Das kann der Landtag bestätigen in seiner vorherigen Tätigkeit als Bürgermeister, ist das ein wesentlicher Gestaltungspunkt für die Städte und Gemeinden, die wir hier bei uns im Waldeck-Frankenberg haben. Und ich denke, für die Ausgestaltung, deswegen habe ich sehr detailliert gelauscht, da sollten wir mal drüber reden, was ihr euch da genau darunter vorstellt, was dort entwickelt werden soll, wie das gehen soll. Ich habe gehört, der Gemeinde soll Hilfestellungen gegeben werden. Wie die genau aussieht, das denke ich, können wir gut im Fachausschuss besprechen, wie das aussehen soll. Und da kann man nochmal detailliertere Informationen bekommen, sodass wir dort, denke ich, auch hier im Haus einen breiten Konsens bekommen. Daher, Herr Vorsitzender, beantrage ich die Überweisung im Ausschuss für diesen Antrag, um dem wichtigen Thema Rechnung zu zollen und dann wirklich auch ganz intensiv uns diesem Thema zu widmen. Vielen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, was natürlich oft vorgekommen ist, passiert jetzt. Ich schließe mich dem Antrag von Herrn Hartmann an. Aus den von Ihnen, Herr Hartmann, genannten Gründen und aus den Gründen, die ich vorhin schon aufgeführt habe, in der Planung des Landkreises für den Schulbau der nächsten Jahre steht schon drin, Neubau Schule Twisten. Der Schulentwicklungsplan ist in Arbeit. Ein wichtiger Bestandteil dessen ist, dass mit der Standortgemeinde eine enge Absprache stattfindet, wie die Schulen in der Gemeinde zu entwickeln sind. Und ich glaube nicht, dass wenn wir den Antrag heute einfach so beschließen, dass es dann nur eine Woche schneller geht, als wenn wir das als Bestandteil des Schulentwicklungsplans belassen. Und die Details, die noch zu klären sind, sollten wir, wie Hartmann gesagt hat, im Schulausschuss besprechen. Das Anliegen, das stimme ich Ihnen auch zu, das eint uns alle, eine möglichst gute Schulentwicklung in der Gemeinde Düsseldorf. Danke. Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, wir treffen das viel gesagt eben zusammenfassen, weil es wurde vieles Richtiges gesagt und ich glaube, wir sind uns jetzt alle einig, dass wir mit der Antragstellung demnächst ein bisschen anders vorgehen. Ich sehe aber schon nochmal, das möchte ich schon nochmal sagen, einen qualitativen Unterschied zwischen dem Antrag, den die Koalition heute gestellt hat, zum Standort Frankenberg und zu diesem Antrag. Hier sind wir einfach an einer anderen Stelle. Wir haben, wie der Hartmann schon gesagt hat, wir hatten schon die Pläne im Haushalt und wir haben und es ist schon geplant worden. Hier muss ich aber die Gemeinde Twistetal erstmal eingeführt und die müssen erstmal hier. Da muss erstmal klar sein, wo die Reise denn hingehen soll. Da wollen wir gerne bleiben, da sind wir auch gerne dabei, da machen wir auch gerne mit. Dieser Anlass hat, das muss ich ja schon sagen, noch so ein bisschen aus. Ja, es gab einen Antrag zu dem einen Schulstandort, den müssen wir auch noch mal einstellen.
Diesen Wettbewerb, das haben ja heute viele Redner gesagt, und dann sagt auch, den wollen wir uns jetzt lieber nicht mehr stellen, und dann sind wir auf einem guten Weg, dass auch unsere Verwaltung nach und nach vernünftig arbeiten kann, und dann können wir dann zu einer qualitativ guten Entscheidung kommen und jetzt nicht im Windtunnelprinzip irgendwelche Sachen nach vorne schicken, da wo es uns gerade auffällt. Ich kann es nochmal sagen, für Frankenberg wurden vorhin die ganzen Punkte aufgeklärt, warum da eklatanter Handlungsbedarf ist. Hier bei dieser Sache lassen Sie uns die Zeit, eine vernünftige Entscheidung zu treffen. Geben Sie die Ausschüsse, beraten es dann und dann reden wir zusammen weiter. Und ich sehe ja, heute ist ja viel Einigkeit hier im Haus. Da kommen wir auf ein gutes Ergebnis. Dankeschön. Vorschlag, so wie über das Nutzungsverhalten. Burschen in teils eigenen Sporthallen. Herr Landmann, jetzt zuerst Herr Bohlmann für den Ausschuss. Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, auch wir haben diesen Bericht zur Kenntnis. So, Herr Landmann. Ja, Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will noch mal ergänzend einige Informationen geben. Der Ausschuss hat mir das so verabredet. Also, wenn wir auf der offenen Seite schauen, was hat es an Einsparungen gebracht? Wir haben das indirekt methodisch ermittelt. Wir gehen davon aus, dass wir mit dem Verzicht auf das Bereitstellen von Warmwasser 1,23 Gigawattstunden an Energie eingespart haben. Das entspricht einem Äquivalent von 75.000 Euro. Die Frage, sind dann auch Kosten verbunden gewesen? Ja, wir müssen natürlich die Inbetriebnahme der Anlage entsprechend technisch hinterlegen und proben. Wir haben das zusammengelegt mit den routinemäßig ohnehin vor der stattfindenden unterjährigen Beprobung, sodass damit kein Mehraufwand verbunden ist. Die Frage abschließend war noch zu analysieren, wo denn die Schwerpunkte der Nutzungsverhalten zu sehen sind. Ich will das nochmal an dieser Stelle betonen. Tatsächlich ist vor allem die Inanspruchnahme durch die Sportvereine an den Abendstunden der Schwerpunkt der Nutzung der öffentlichen Duschanlagen weniger intensiv während des Schulbesuchs am Tage, auch wenn wir uns das ein Stück weit auch anders vorstellen würden, aber so ist die Realität in den Einrichtungen. Soviel nochmals ergänzende Informationen in Folge der Nachfolge der Ausschussdebatte. Vielen Dank, Herr Landmann.